Liebe Zuschauer, schön, dass Sie Ihren Lieblingssender eingeschaltet haben. Ja, heute geht es um ein ganz spannendes Thema, und zwar um die Digitalisierung. Ja, und da habe ich mir einen ganz besonderen Herrn eingeladen, Professor Dr. Christian Stummeier. Sie sind Inhaber der Professur für Wirtschaftsinformatik für Digital Commerce. Also Sie sind genau der Richtige für die Sendung. Vielen Dank für die Einladung. Jetzt erstmal, wie sind Sie denn mit der Digitalisierung in Kontakt gekommen? Das ist bei mir schon gefühlt über 30 Jahre her. Ich habe also schon zu Schulzeiten, als ich aufgewachsen bin, meinen ersten Computer gehabt, meinen Commodore C64, mit dem ich dann angefangen habe zu programmieren in Basic. Später ging das dann Richtung Pascal. Ich habe dann mitgemacht beim Bundeswerk in Informatik, eine ganze Reihe von Malen, auch bis das auch ganz gut funktioniert. Und insofern, ich mache also seit 30 Jahren, bin ich eigentlich in Digitalisierungsthemen drin und habe dann auch im Studium Anfang der 90er Jahre bewusst gesagt, ich möchte was machen, wo es um digitale Themen geht, neben der Betriebswirtschaftslehre, und habe dann BWL studiert mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik in Göttingen. Und was ja wirklich fantastisch ist, Sie sind ja auch unternehmerisch unterwegs. Sie haben Beratungen gemacht. Und dieser Digital Commerce, das ist ja etwas, was man unbedingt braucht. Also ohne dem geht es ja nicht mehr. Absolut, absolut. Jetzt müssen wir mal sicherlich unsere Zuschauer so ein bisschen, ja, für die Zuschauerinnen und Zuschauer, die sagen, ich brauche das nicht und ich bleibe lieber bei der alten Geschichte. Ich hab so ein altes Handy noch und so. Wie bringen wir denn solche Damen und Herren an die Digitalisierung näher, sodass vielleicht gewisse Ängste weggehen, sodass sie sich richtig darauf freuen? Ich glaube, man muss da Lust machen und man muss die Anwendungsfälle ich glaube, man muss wirklich die Anwendungsfälle sich angucken und muss sehen, manches ist einfach bequemer, manches geht eben sehr viel einfacher mit Digitalisierung. Wenn ich mal an die öffentliche Verwaltung denke, ist das ja viel einfacher, beispielsweise über ein Smartphone mit einer Behörde in Kontakt zu treten und da vielleicht irgendwie ein Dokument zu bekommen. Es ist auch für viele viel einfacher zu sagen, ich sitze abends bequem auf dem Sofa mit meinem Tablet, ich bin bei einem der großen amerikanischen Portale oder bei einem Online-Händler unterwegs, recherchiere dort Produkte, lege die dann bequem in den Warenkorb und spätestens am übernächsten Tag werden sie mir nach Hause geliefert. Also ich glaube, es ist diese Bequemlichkeit, die da Lust machen kann, die ja auch ein menschliches Bedürfnis nach Bequemlichkeit bedient. Es ist Auswahl, es ist Transparenz und sag mal, wenn ich über E-Commerce, über Digital Commerce spreche, ja, dann sind es eigentlich die Faktoren, dass ich sage, ich bekomme volle Transparenz über alle Produkte, teilweise sogar weltweit, sehe, wann sie kommen, was sie kosten und die werden mir nach Hause geliefert, wenn ich sie denn haben möchte. Und ich kann natürlich auch irgendwie eingeben und sehe plötzlich, in anderen Ländern ist zum Beispiel der Kühlschrank viel billiger und ich habe dann ganz andere Argumentationsverhandlungstechnik. Klar, und ich kann mich inspirieren lassen. Ja. Ich sehe ja auch in anderen Ländern, was da beispielsweise für Produkte verwendet werden. Also insofern, das macht für viele einfach Spaß, diese Medien zu nutzen. Jetzt war kürzlich in einer meiner Sendungen war der Präsident des Bayerischen Landeskriminalamtes hier und der sagt, wir gehen jetzt digital auf Streife. Mhm. Also das heißt, er hat über 200 Software-Herren oder Damen, ja, die nichts anderes machen und eben einfach auch dieses, gibt eine große Hasskriminalität wo man sagt, hier Kinderpornografie und plötzlich klingelt es dann so, ja, wenn jemand digital erwischt wurde und dann kommen die mit ihrem iPad und sagen, schauen Sie mal her, wir zeigen Ihnen jetzt mal alles, was da ist. Also die, was Sie gerade ansprechen, Transparenz. Und Transparenz ist ja auch etwas, was Vertrauen schafft. Also wenn ich weiß, das ist transparent, ich weiß, so und so sieht es aus, dann habe ich ja einen ganz anderen Befehl zu sagen, ja, ich mache das so. Ja? Absolut, ich kaufe heute nicht mehr die Katze im Sack. Das ist beim Urlaub so heute. Wenn Sie mal überlegen, vor 20 Jahren, wenn Sie eine Ferienwohnung gemietet haben, dann haben Sie vielleicht Fotos gesehen vom Vermieter, wussten aber nicht, wer war schon da, welche Erfahrung hat er gemacht. Heute haben Sie die Möglichkeit, im Vorfeld zu schauen, wie sieht die Wohnung aus, wie liegt sie wirklich. Und Sie haben die Möglichkeit zu sehen von vielleicht 100, 150 anderen, welche Erfahrungen habe ich gemacht. Also dieses, ich kaufe nicht mehr die Katze im Sack, sehe ich bei diesen Produkten wie Ferienwohnungen, bei Hotels, aber auch wenn ich Produkte kaufe. Und warum sind große Portale so erfolgreich? Weil es so viele Kundenbewertungen gibt und so viele Meinungen von Kunden, die ein Produkt benutzt haben, sodass ich weiß, wenn das jetzt 4,9 von 5 Sternen hat, das muss schon okay sein, wenn das 1200 Bewertungen hat. Jetzt schauen wir mal so ein bisschen nach Amerika. Mhm. Dort gibt es eben Google, Facebook, Amazon, wirklich kluge, junge Generationen, die einfach die ganze Welt verändert haben. Ich hatte das Glück, in meinem Leben viermal Steve Jobs persönlich kennenzulernen und habe den immer in Kalifornien, also da gab es so ein Hotel, da waren wir so Happy Hour, da kam er rein und so. Und
dieses Denken, ja, das man da braucht. Man muss ja, wenn man heute digital denkt, ja, dann hat man ja eine breite Möglichkeit, ja, in dem Moment, wo man sagt, jetzt gehe ich doch mal da rein oder jetzt mache ich mal dort was. Sie hatten gerade also einen Ihrer Doktoranden mit dabei, der mir gerade wieder neue Dinge gelernt hat, wo ich sage, boah, warum weiß ich das nicht? Ja. Also das heißt, dieses Lernen, ja, und diese unglaubliche Transparenz, die Welt zu verändern. Also Steve Jobs, sein Thema war, ich möchte die Welt verändern. Das hat er geschafft mit seinem iPhone. Ja. Also einfach, ich muss mir vorstellen, es gäbe das Handy nicht. Ja. Das ist ja unvorstellbar. Es gibt es noch gar nicht so lange, das iPhone. Wenn man schaut, 2007 war, glaube ich, die erste Version. Also es sind heute, keine 20 Jahre. Heute jeder sitzt rum und das ist etwas. Aber jetzt noch mal, schauen wir mal nach USA. Da ist ein Tempo vorgegeben, Facebook, Google, Amazon, you name it. Mhm. Warum haben wir das nicht? Oder sind Sie da nah dran? Sie bilden ja Ihre Studierenden auch aus. Ja? Da gibt es ja auch so helle Köpfe. Liegt es auch bei uns in Deutschland so an der Administration? Also braucht man noch ein Formular, noch eins? Ich hoffe, die Ampelregierung wird jetzt da mal rangehen an die Administration. An was liegt es, dass wir das nicht auch können? Wir haben doch kluge Köpfe. Es hat eine ganze Reihe von Gründen, leider. Sagen Sie mal. Bei uns in Ingolstadt, ich bin ja an der Technischen Hochschule in Ingolstadt, da haben wir ein Center of Entrepreneurship, wo wir auch bewusst sagen, wir wollen junge Menschen an das Thema Gründen heranführen. Wohl wissen, dass nicht 100% der Studierenden sich dafür interessieren, aber vielleicht ein Drittel schon ein großes Interesse hat, auch zu gründen. Und wenn man mal schaut, warum können Geschäftsmodelle wie die GAFAs, Google, Apple, Facebook, Amazon in den USA so schnell hochskalieren? Ich glaube, das sind mehrere Faktoren, die zusammenkommen. Zum einen haben wir dort in den USA einen Markt von 280 Millionen Amerikanern plus Kanada, 350 Millionen Menschen. Große Skalierbarkeit. Große Skalierbarkeit in einer Region, die wir so in Europa nicht haben, weil es fragmentiert ist. Und noch mal stärker skalierbar in China, wenn ich dort 1,3 Milliarden Menschen in Fokus nehme. Also Skalierbarkeit. Und das zweite Thema ist sicherlich die Einstellungsfrage zum Thema Gründen. Wenn Sie in Deutschland gründen und das klappt nicht, dann sind Sie ein Stück weit gescheitert, das war nicht optimal, dann kann man sicherlich irgendwie die Kurve bekommen, aber optimal ist das nicht. In USA ist es völlig normal zu sagen, ich probiere was aus und ich scheitere auch dreimal und dann weiß ich eben dreimal, wie es nicht geht und beim vierten Mal baue ich dann ein Unicorn. Mhm. Das heißt also, diese Einstellung zum Gründen und die Einstellung auch zum Scheitern ist sicherlich ein Thema. Dann haben wir das Thema auch der Rahmenbedingungen. Beispielsweise, wie stark kann ich denn die Daten überhaupt nutzen, die mir aus dem Geschäftsmodell dann entstehen? Und da gibt es durchaus Studien, die sagen, wenn ich einen Dienst in Amerika anbiete, habe ich eine viel stärkere Möglichkeit, mit den Daten Geld zu verdienen, als ich das in Europa habe durch Datenschutzgesetze. Das heißt, die Skalierbarkeit ist besser. Und ein vierter Punkt ist sicherlich das Thema, auch die Frage, wo steht Venture Capital, Wagniskapital zur Verfügung. Und wenn Sie in den USA eine Milliarde brauchen, werden Sie für eine tolle Geschäftsidee relativ schnell diese eine Milliarde organisiert bekommen. Das ist in Europa sehr viel kleinteiliger. Und insofern ist auch das Wagniskapital nicht so verfügbar hier. Aber Herr Professor, kann man sagen, dass wir in Europa, wir haben ja auch viel Kapital, aber das ist ja ein dummes Kapital. Es müsste ja im Grunde auf Köpfe gesetzt werden. Aber da kommen mir die Ängste. Ja, und das haben Sie gerade sehr schön ausgeführt. Ja. Der könnte ja scheitern. Ja, ja. Aber scheitern ist ja gut. Also wenn man dran denkt, also Walt Disney hat 1200 Banken gefragt und irgendwann hat er doch das bekommen, hat ein Weltunternehmen gebaut. Cool. Das ist ja das ist wahrscheinlich auch Ihr Fokus für die Studierenden, dass sie auch mal sagen, hey, ihr müsst was wagen. Ja, das ist Mut machen und Lust machen. Ja, natürlich. Und das Thema ist, in Ingolstadt haben wir ja Arbeitgeber vor Ort, wie große Automobilkonzerne, große Elektronikhändler, wo natürlich schon auch durchaus Studenten sagen, es ist auch ganz attraktiv, dort einen Job zu machen. Und ich argumentiere gar nicht dagegen, aber ich sage dann, euer Lebenslauf wird bunt sein. Vielleicht startet ihr bei einem Großunternehmen, geht dann in den Mittelstand, vielleicht gründet ihr dann ein eigenes Unternehmen und macht es groß und dann verkauft ihr das Unternehmen wieder und dann geht er wieder in Konzern. Aber da sind Sie auch ein gewisses Vorbild. Also wenn man so Ihren Lebenslauf anschaut, Sie haben ja viele Dinge auch gemacht, sicherlich erfolgreich, aber das ist natürlich weiter. Ja. Ja. Also dieses nach vorne gehen, ja, und einfach sagen, ich bilde mich weiter. Ja. Sie haben ein großes Thema, das Sie wirklich sehr, sehr nach außen bringen, lebenslängliches Lernen. Ja. Die drei L's. Ja. 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 Warum ist das so wichtig? Ich glaube, das lebenslange Lernen ist erforderlich heute, weil wir eine dynamische Welt haben. Und wenn wir in die Unternehmen schauen und mal aus der Perspektive kommen, stellen wir ja fest, dass wir immer wieder neue Mitarbeiter brauchen mit neuen Fähigkeiten. Wir haben am Anfang des Gesprächs über das Thema digitalen Vertrieb gesprochen, E-Commerce. Ja. Da brauche ich natürlich heute im Unternehmen Mitarbeiter, die diesen digitalen Vertrieb auch gestalten können. Und vor 10, vor 15 Jahren haben sich viele Unternehmen gar keine
Vorstellung gemacht, was es heißt, Produkte digital zu verkaufen. Heute ist es angekommen in breiten Unternehmensschichten, sogar in Unternehmen, die an andere Unternehmen verkaufen. Im B2B überlegt man heute, über Marktplätze, über Portale zu verkaufen. Das heißt, ich brauche immer wieder Mitarbeiter mit neuen Fähigkeiten, sei das für Digitalisierung, sei das für künstliche Intelligenz. Mhm. Insofern habe ich mich in meinem Leben auch immer wieder neu erfunden. Ich habe angefangen mit dem Studium Wirtschaftsinformatik, bin dann in die strategische Beratung gegangen, habe dann dort über Strategieentwicklung nachgedacht und das praktisch gemacht. Und irgendwann kam ich zum E-Commerce und in den letzten Jahren bin ich im Bereich künstliche Intelligenz. Können Sie sich auch mal vorstellen, dass Sie mir sagen, ich mache mal so ein Sabbatical und gehe mal irgendwie, ich sage jetzt mal, in die Südsee und streiche Boote? Ich habe ein Sabbatical mal gemacht. Das habe ich mal tatsächlich in Europa und in den USA verbracht. Aber haben Sie nicht lange geschafft, oder? Nee, und ich habe in der Zeit an meinen Flugschein fertig gemacht. Ja. Das ist schon viele Jahre her. Also was fliegen Sie da? Ganz kleine Maschinen, so bis zwei Tonnen Startgewicht. Mhm. Ganz normal kolbengetriebene Flugzeuge, also eine kleine PPLA-Lizenz. Mhm. Und komme auch viel zu wenig dazu. Insofern war das also mein Sabbatical damals bei der Beratungsfirma Boston Consulting, da ging das, da konnte man mal 3 Monate raus, das war schön. Und heute haben wir ja durchaus auch Möglichkeiten, als Professoren zu sagen, in der vorlesungsfreien Zeit nehme ich mir auch mal ein längeres Zeitfenster, 6 Wochen, wo ich dann vielleicht ein Buch schreibe oder andere Themen mache. Mhm. Jetzt in der Südsee weiß ich nicht, ob das so mein Bereich wäre. Also im Urlaub bin ich schon ganz gerne im Warmen und am Meer. Ja. Aber ich glaube, so 6 Monate... Jetzt möchte ich einfach mal so den Ball ins Spielfeld bringen, warum es eben die Digitalisierung braucht, also in meinem Beruf. Also ich mache ja viel in den Medien. Ich muss ja ständig irgendwo informationsmäßig an der Spitze stehen. Mhm. Mit ganz unterschiedlichen Gästen, so wie heute. Mhm. Also ich kann jetzt nicht Professor Stummeier in die Sendung holen und sagen, naja, also soll er mal kommen. Ja. Und dann wird schon irgendwie. Sondern ich habe ja auch eine Verantwortung gegenüber unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, dass sie sagen, Mensch, der Lejeune, der bringt immer gute Leute und deshalb schaue ich da rein. Und das ist dann irgendwie, ist es doch ein Kult. Ja? So, aber man braucht ja heute, wir machen ja auch gerade mit unserer Akademie, wir beraten ja Leute, auch aus der Lebenserfahrung raus. Und eine der wichtigsten Beratungsfälle ist, ihr müsst immer gut informiert sein. Und zwar täglich. Ja, täglich. So, das kann man jetzt machen. Also ich lese zum Beispiel täglich noch, manuell lese ich 4 Zeitungen. Ja. Also natürlich, aber ich bin richtig heiß auf die Zeitung in der Früh. Ja? Meine Frau liest digital, aber ich möchte sie noch schnuppern oder so, ist das eine. Aber ich muss es lesen. Mhm. Warum? Weil sonst kann ich überhaupt nicht mitreden. Also ich rede mit so vielen Leuten, mit Unterschieden, mit einem Theologen oder mit einem Philosoph oder mit einem tollen Handwerker oder mit einem Pfarrer oder was auch immer. Man muss irgendwie gewisse Bildung muss man sich jeden Tag reinziehen. Ja. Und da ist natürlich die Digitalisierung ein Traum. Ja. Ein Traum. Ich kann eingeben, was mich interessiert. Ich kann sagen, so, ich treffe jetzt den Herrn so und so, ich kann ihn angoogeln. Mhm. Ja? Und bin dann ganz anders informiert. Ich weiß, der zum Beispiel, vielleicht steht in Ihrer Vita drin, dass Sie eben gerne, dass Sie fliegen oder so. Kann ich über das Fliegen reden? Also über so viele Möglichkeiten. Jeden Tag ist die Digitalisierung wirklich eine Medizin mit positiver Nebenwirkung. So ist es. Ja? So ist es. Und was Sie ansprechen, sind ja auch diese professionellen Portale, die es gibt, wie zum Beispiel LinkedIn. Ja. Also in Deutschland gibt es Xing und LinkedIn, wo ich sehr einfach auch mit Menschen, die in meiner Branche sind, Kontakt... Ich kann jemanden anmachen. Genau. Kann sagen, Mensch, der interessiert mich jetzt. Genau. Ja? Und wird also hier, angepinkt. Ich habe zum Beispiel kürzlich, ich schaue mal so den Sonntagstalk auf Sport1 an, habe ich den Herrn Effenberg mal... Okay. Ja, hat sich noch nicht gemeldet, bin ich auch nicht traurig, aber... Ich funke ihn noch mal an. Ja? Also, das ist ja toll. Ja, nee, und die Kommunikation ist heute kürzer. Das sind eigentlich Menschen, an die man ja so einfach nicht rangekommen wäre. Die habe ich jetzt wirklich mit einem Klick. Da müssen wir natürlich auch mal über Parship reden. Ja, klar. Also, früher mussten, also in meiner Generation musste man irgendwie jemanden kennenlernen. Ja. Was ja auch schön ist. Ja. Ja? Das, die einen sagen so, die anderen sagen so. Ja. Aber die anderen Generationen machen das anders. Ja. Und darum sind solche Plattformen mega erfolgreich. Es gibt eine tolle Studie dazu vom Herrn Rosenfeld aus dem Jahr 2019. Der hat nämlich analysiert, wie haben sich heterosexuelle Paare kennengelernt. Mhm. Und im Jahr 2019 war es so, dass 40% der Ehen gestiftet worden sind über digitale Plattformen. Mhm. Ich glaube, es war eine amerikanische Studie. Hat man da auch schon eine Studie, ob diese Ehen besser halten als die analog
spannende Frage, die ist noch nicht beantwortet. Aber also die grundlegenden Prinzipien, warum das so ist, ist nicht nur Corona, sondern es ist ja auch das Thema wirklich der Auswahl. Da sind wir beim Thema Auswahl, Transparenz. Und es ist ja auch relativ leicht, an die Filter zu setzen und zu sagen, meine Partnerin, mein Partner soll so und so aussehen. Das heißt, also diese Bequemlichkeit kommt da auch wieder rein. Ob die jetzt länger halten, weiß ich nicht, werden wir in der Zeit sehen. Ihr junger, dynamischer Doktorand, wie ist sein werter Name? Der Moritz. Moritz. Der hat zuerst erzählt, was ich toll fand, also das Thema digitaler Arzt. Ja. Da gibt es, nein, so, aber was haben wir denn gemacht? In der Pandemie haben wir gemerkt, boah, was wäre, wenn die Pandemie, also die ist ja da, ist ja nach wie vor noch da, aber was wäre da gewesen, wenn es die Digitalisierung nicht gegeben hätte? Und die gab es dann ganz schnell. Ja, und gab es so eine unglaubliche Veränderung, also Homeoffice, ja, also da kamen ja ganz neue Wege raus. Ja. Ja, aber bleiben wir mal bei dem digitalen Arzt, wo man ihn sieht, wo man Symptome, ja, und gerade Leute, die vielleicht ein bisschen gebrechlich sind, die vielleicht, oder jemand hat sich einen Autounfall, einen schweren Fuß, kann nicht mehr so richtig laufen, und dann kann er seinen Arzt in der digitalen Sprechstunde besuchen und kann mit ihm reden. Also es ist sensationell. Und viele, viele Patienten sagen erstmal, nein, digitale Sprechstunde ist nichts für mich. Ja. Also haben sie im Prinzip eine Angst und sagen, ich werde da nicht gut beraten, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und mein Doktorand hat dann im Rahmen seiner Promotion Studien durchgeführt, sehr systematisch, und hat wirklich mal Patienten, die eine negative Einstellung hatten und sagen, so richtig kann ich mir das nicht vorstellen, das mal gezeigt und das erlebbar gemacht. Wie ist das denn? Wie kommuniziert der denn? Und wie viel Zeit nimmt sich denn der Arzt? Und auch wie dokumentiert er das Ganze? Und ein Großteil der Patienten hat nachgesagt, es war mir gar nicht bewusst, dass das so gut geht und dass das so einfach ist und dass ich da so gut beraten werde. Und durch dieses Erleben führt es dann dazu, dass auch Patienten bereit sind, das zu nutzen. Also Digitalisierung muss man auch erlebbar machen. Man muss es einfach mal ausprobieren. Und es gibt viele Produkte in der digitalen Welt, die man gar nicht kennt. Und wenn man sie dann einmal sieht, ist man plötzlich begeistert. Absolut. Jetzt muss man natürlich auch sagen, das ganze Schulwesen ist ja quasi ganz anders heute aufgestellt. Also jeder hat sein iPhone, jeder Schüler und so. Und der kann ja schnell googeln. Natürlich kann er es nicht mit in die Klasse reinnehmen, aber er kann sich ganz anders vorbereiten. Ich kenne eine Lehrerin, die sagt, also ich muss da wirklich aufpassen, weil die sagen oft zu mir, die Schüler, also Frau so und so, also das stimmt ja nicht, was sie da sagen, weil die sich eben vorher auch vorbereiten, und zwar digital. Ja. Und das ist ja unglaublich. Ja. Jetzt bleiben wir mal beim Thema, ich bin ja so jemand, der lieber statt Vertrieb, sage ich immer, Verkauf. Ja. Weil Verkauf ist mehr. Ja, ja. Was haben Sie heute vertrieben? Ja. Nichts. Ja. Aber was haben Sie heute verkauft? Da haben Sie immer ein Ergebnis. Ja. Also ich bin auch begeisterter Verkäufer. Aber jetzt bleiben wir mal, der ganze Verkaufsprozess hat sich ja total verändert. Ja, total. Also wenn ich mir vorstelle, Innenstädte, ich brauche keinen Parkplatz mehr. Ich kann mir, jetzt bleiben wir mal dabei, ich möchte jetzt irgendwie mir einen schönen Lodenjanker kaufen. Den sehe ich digital, ich kann die Größe eingeben. Ja, also irre. Ja. Nein, es ist heute die technischen Möglichkeiten, Produkte, auch hochwertige Produkte wie ein Lodenjanker, der dann vielleicht 1.000 Euro kostet, digital zu verkaufen, die sind unermesslich. Und man kann heute auch solche hochwertigen Produkte sehr, sehr schön inszenieren. Da gibt es technische Möglichkeiten auch zu sehen, wie funktioniert das mit einer digitalen Anprobe, wie wird das dann entsprechend passen. Also diese Produkte zu verkaufen, das ist gar kein Thema. Und im Prinzip Amazon hat es uns ja vorgemacht. Sie können viele, viele Produkte heute digital verkaufen. Und der E-Commerce ist gestiegen in Deutschland, wenn man mal guckt, im Jahr 2000 waren wir bei 1 Milliarde. Jetzt sind wir bei einer Größenordnung von über 70 Milliarden Euro. Also es wächst enorm. Herr Professor Stummeyer, wir machen jetzt eine kleine Pause, dann erzähle ich Ihnen mal eine Geschichte über meine Französischlehrerin. Wir sind gleich wieder drauf. Ja, liebe Zuschauer, wir sind wieder zurück. Heute geht es um die Digitalisierung. Und bitte, bitte, bitte hören Sie gut hin, schauen Sie gut zu, denn heute habe ich wirklich jemand, ja, Sie sind so ein Visionär, so ein digitaler Visionär, Herr Professor. Jetzt meine Französischlehrerin. Sie hat mir etwas gezeigt von Google, wo man eben Französisch, man kann Deutsch reinsprechen, dann kommt es in Französisch und Französisch in Deutsch. Und dann hat sie gesagt, ja, wissen Sie, aber ich habe das nur gehört von jemand anders. Dann wissen Sie, ich habe ein ganz altes Handy. Mhm.
Da habe ich gedacht, Mensch, das tut mir jetzt richtig leid und ich weiß auch, was ich ihr zu Weihnachten schenke. Weil so eine intelligente Dame mit so einer alten, ja. Entschuldigung, mit so einer alten Gurke, ja. da kommen wir nicht weiter. Jetzt, was braucht man denn, um in die Digitalisierung reinzukommen? Was muss man denn da, gibt es sicherlich die eine oder andere Dame oder Herr, der sagt, nee, ich brauche das nicht. Aber wir wollen diese Menschen ja, diese wunderbaren Menschen wollen wir begeistern. Was braucht man denn da? Also man braucht schon irgendwie ein einigermaßen gutes digitales Gerät. Man braucht schon ein einigermaßen leistungsfähiges Smartphone, ganz egal von welcher Marke, ja, genau. Das so den neuen Standards entspricht. Das ist aber nur die technische Voraussetzung. Im Zweiten brauche ich dann irgendwie auch die datentechnische Abdeckung, also die Bandbreite. Das ist jetzt in Bayern eigentlich schon ganz gut. Da gibt es sicherlich Bereiche, wo es noch nicht optimal ist, aber die Datenverfügbarkeit ist auch da. Und das Dritte ist dann eigentlich so die persönliche Einstellung und der Wille, da mal reinzugehen, die Lust zu haben, sich das mal anzugucken. Und es ist so ein bisschen nach dem Motto, was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht. Ja. Wenn man es nicht kennt, weiß man gar nicht, welche Nutzeffekte da sind und was das einem fürs persönliche Leben bringen kann. Insofern glaube ich, wirklich durch vielleicht auch durch andere, durch Nachbarn, durch Freunde mal zu sehen, was geht da, ist dann eigentlich der Einstieg. Und auch bei mir, der ich ja nun relativ digital bin in meinem Leben, auch ich sehe jede Woche, fast jeden Tag neue Dinge, neue Anwendungen, wo ich sage, Mensch, das ist, macht Sinn, das werde ich jetzt nutzen. Und ich glaube, es ist dann immer die Frage, bringt mir das persönlich etwas, was ich da sehe? Und wenn es Sinn macht, dann nutze ich das. Und der großartige Dirigent Gergiev, ja. Der, ich kenne ihn, den habe ich mal besucht, der hat 3 Handys. Aha. Ja. Also, weiß nicht, vielleicht gibt es so ein ganz Secret oder so, ja. Oder? Aber der ist da ständig am Gucken. Also ich glaube, 3 braucht man nicht. Ja. 3 braucht man nicht. Aber jetzt geht es ja auch darum, um die Apps. Wie viele Apps haben Sie zum Beispiel auf Ihrem... Ich habe so 5 bis 6 Bildschirme mit Apps, jeweils wahrscheinlich 20, 25 Apps auf der Seite. So 100 Apps werde ich haben und 10 werde ich intensiv nutzen. Und die werden auch mal, wenn nichts läuft, werden die auch mal aussortiert, oder? Hin und wieder schon, aber nicht sehr systematisch. Gut, jetzt kommen wir doch noch mal zu dem Thema Information reinholen. Ja. Da ist natürlich Google sensationell. Da kann man alles reingeben. Man kann sagen, wer sind die besten Ärzte, beste Restaurant. Das sind ja Vorteile. Zählen Sie doch noch mal ein paar Vorteile auf, dass wir uns die Zuschauerinnen und Zuschauer noch mehr begeistern können. Also es ist die Einfachheit des Zugriffs, glaube ich. Wenn Sie einen guten Arzt brauchen, hatten Sie vorher die Herausforderung, dass Sie sich eine Liste kaufen mussten für diese Fachrichtung. Das heißt, Sie mussten das Haus verlassen, mussten auf die Suche gehen nach dieser Liste, haben dann die Liste gehabt und die war zum Teil veraltet. Heute haben wir ja, wenn wir bei der Ärzteliste bleiben, im Prinzip tagesaktuell eine Liste von guten Ärzten, die gut bewertet sind, aus Patientensicht, teilweise aus Kollegensicht. Und wir haben eine volle Transparenz mit einer Filtermöglichkeit nach Region, nach Fachrichtung, nach weiteren Kriterien, um wirklich tagesaktuell zu sehen, was macht denn da Sinn, welchen Arzt suche ich denn auf. Also diese Vergleichbarkeit sicherlich, die ich da habe, diese Bequemlichkeit, die breite Verfügbarkeit der Informationen, ich glaube, das ist ein Thema, was unschlagbar ist. Auch Herr Professor Stummeyer, in Verbindung mit YouTube. Also ich kann ja auch mal eingeben, YouTube, ja, und dann sieht man, aha, dann sehe ich den Arzt, genau, und der ist mir sympathisch oder dann nicht. Sehe ich, der, wie er bei Ihnen hier sitzt und im Prinzip über seine Methoden redet, und dann bekomme ich einen Eindruck. Wir sind ja auch immer bei YouTube drauf. Also da, und der wird nahbar dadurch. Ja. Und man kriegt dadurch ja ein lebendiges Netzwerk. Richtig. Also man weiß sofort, wo man hingehen will. Und das sehen wir auch zum Beispiel. Wir haben eine tolle Warteliste für unsere Gäste, für die Sendungen, weil die sehen das und Mensch, da möchte ich auch mal rein. Und das finde ich toll. Super. Also einfach. Und Netzwerken ist ja im Grunde, sagen wir mal, früher musste man irgendwie jemanden besuchen und da war der nicht da. Oder so. Und heute kann man einfach mal eine E-Mail schicken. Ja, oder man kann ihm oder eine WhatsApp oder so. Also das ist schon toll. Die Wege sind viel kürzer geworden und die Kommunikation ist viel direkter geworden. Und manche sagen vielleicht auch manchmal ein bisschen unpersönlicher dadurch. In der Pandemie kam ja immer deutlich heraus, dass wir in der Digitalisierung einige Plätze verloren haben. Also auch zum Teil, ich sage jetzt mal, das RKI hat also immer wieder Zahlen gemeldet, aber dann stimmte das da und dort nicht und so. Wie holen wir das auf? Wie holen wir das auf? Ich glaube, es ist eine gesellschaftliche Aufgabe und auch ein Stück weit eine politische Aufgabe. Ich glaube, es muss der Wille bestehen, in Politik und Gesellschaft zu sagen, wir wollen im Bereich Digitalisierung wieder Plätze gut machen. Wir wollen das nach vorne bringen in der öffentlichen Verwaltung, in unserer Wirtschaft. Wir sind bereit, auch Mittel zu geben dafür,
Verwaltung zu digitalisieren, Infrastruktur weiter aufzubauen und auszubauen, Breitbandanschlüsse, Glasfaseranschlüsse entsprechend auch in die breite Fläche zu bringen, sodass letztlich auch jede Region in der Bundesrepublik auch die Möglichkeit hat, ans Glasfasernetz zu gehen, um eine breite Abdeckung. Und ich denke, wir haben da auch eben mit der gelben Partei in der Ampel, haben wir da schon jemand, also Christian Lindner ist da schon sehr digital unterwegs, das finde ich toll. Und absolut. Was sagen Sie denn zu Leuten, die sagen, das brauche ich nicht mehr? Die Digitale brauche ich nicht mehr. Die verpassen was. Die verpassen was, weil sie es nicht kennen und weil sie nicht bereit sind, sich damit mal auseinanderzusetzen. Und das kann natürlich eine bewusste Entscheidung sein, dass man sagt, ich will es nicht mehr. Aber ich sage denen, seid mutig, seid offen und setzt euch damit auseinander. Und ich bin sicher, ihr werdet Themen finden, ihr werdet Dinge sehen, wo es für euch Sinn macht. Und jetzt nehmen wir wieder die Pandemie. Da gibt es viele Großeltern, die über Wochen, über Monate ihre Enkel nicht gesehen hätten, wenn es jetzt nicht Zoom und FaceTime gegeben hätte. Und da sind ja viele rangeführt worden durch so einen äußeren Zwang. Also manchmal ist es auch so der Schmerz, der von außen kommt, der dann zu einer Veränderung führt. Das ist schade, aber es ist so. Und dann werden die Nutzeffekte erlebbar im persönlichen Leben, im Austausch mit den Enkeln über FaceTime und über Zoom. Jetzt gibt es ja die Möglichkeit, dass man da langsam reinkommt. Ja. Weil man muss, ich behaupte sogar, ohne Digitalisierung geht es nicht mehr. Ja. Ja? Es gibt gewisse Bereiche, also nehmen wir mal Theaterkarten, da sagen die, nee, sie können nur elektronisch buchen. Ja? Also ich bin jetzt dann in London und ich gehe da immer gerne ins Musical, in Phantom of the Opera, geht nur digital, aber innerhalb von 24 Stunden kommt dann das elektronische Ticket. Alles erledigt. So, wenn ich jetzt in London bin und gehe dann hin und sage, sorry, es ist ausverkauft. Ja? Also es sind ja unglaublich viele, viele Vorteile. Und gewisse Bereiche werden immer mehr digitalisiert. Das heißt, für die Menschen, die eben jetzt nicht dieses Smartphone haben oder sagen, das brauche ich nicht, irgendwann sind die ausgegrenzt. Das wird immer enger. In der wird immer enger. Und zwar, man kann fast sagen, wöchentlich. Ja. Ja. Plötzlich ist wieder einer, das digitale Einkaufen jetzt in der Pandemie, das ist ja ein Traum. Naja, oder auch Banken. Wenn wir mal die Banken sehen, im Prinzip das Bankensterben in der Region führt dazu, dass heute das Online-Banking im Prinzip das Mittel der Wahl ist. Das ist für eine gewisse Klientel, aber auch dieses analoge Banking braucht schon auch noch. Ja. Also gerade für sehr vermögende Familien etc. Aber gut, also wir müssen wirklich sagen, die Digitalisierung wird uns irgendwann mal zu 100% erreichen. Ich glaube, sie ist alternativlos. Ja, ist alternativ. Und sie ist Einstellungssache. Ja. Ja. Und man kriegt natürlich auch die Einstellung dann, wenn man merkt, ich muss jetzt. Ich kann gar nicht anders. Natürlich. Es geht schon los, wenn Sie irgendwo heute einen Flug machen in ein europäisches Land, da müssen Sie schon mal elektronisch vorher ein Formular ausfüllen. Oder auch USA. Und jetzt kommt wieder eines dazu. Sie müssen das meistens in englischer Sprache machen. Sie können natürlich auch noch wählen, wenn Sie nach Frankreich fliegen, in französischer Sprache. Da brauchen Sie aber die Digitalisierung. Wie schreibe ich denn das? Das ist unglaublich. Ja, ja, und da gibt es ja auch gute Nachrichten, wenn ich jetzt sage, ich muss beispielsweise mich mit Fremdsprachen auseinandersetzen. Gibt es ja durchaus Tools, die mir helfen, auch Fremdsprachen einfacher zu übersetzen. Absolut. Also es gibt zum Beispiel ein System, das nennt sich DeepL. Mhm. Ist eine Webseite, die ist kostenfrei. Da können Sie geschriebene Texte reingeben in Deutsch, in einer Fremdsprache und bekommen dann Übersetzungen in eine andere gewählte Sprache. Und ich muss sagen, die Übersetzungen sind heute extrem gut. Also Sie können heute auch Geschäftsdokumente nehmen, bekommen eine Übersetzung, die wahrscheinlich auf einer 95% Lösung sitzt. Sie können ganze Präsentationen übersetzen, das ist schon toll. Also es ist ja alles Lust, was Sie da gerade sagen. Ja. Jetzt gibt es aber noch die Situation, dass die Push-Nachrichten, also jetzt zum Beispiel bei uns in der Akademie, also jetzt hier meine rechte Hand, die Frau Buchmann, die ist ständig am Informationsstand. Wenn ich jetzt da nicht auch, da würde die mich einfach informationsmäßig tot machen. Ja. Das heißt, ich muss da auch mitreden können. Man sagt, hast du es gesehen? Also im Flugzeug oder das oder jenes. Das kommt ja, man kann natürlich auch sagen, nee, das ziehe ich mir jetzt nicht rein. Aber es sind ja interessante Nachrichten. Und es sind ja im Grunde auch, sagen wir mal, Vorlagen, um in ein Gespräch einzutreten. Haben Sie gehört? Absolut. Gerade ist etwas passiert. Ja, also früher gab es da noch irgendwie Presseagenturen, wo dann der Fernschreiber getickt hat, wo man einen Vorsprung hatte. Aber heute braucht man eine gewisse digitale Informationshilfe, um einfach auch zu wissen, was ist in der Welt los. Ja, ich muss sehen, was ist da. Und die Meldungen sind ja verfügbar. Ich glaube, die große Kunst ist es wirklich, die relevanten Meldungen rauszufiltern. Aber das ist ja easy. Das interessiert mich nicht. Ja? Dann löschen wir es. Aber man wird ja durch die Digitalisierung nicht dümmer. Nein.
Das ist ja schon mal ein mega Vorteil. Ja? Also man wird mitgenommen. Man liest es. Ja. So, und man kann sofort spüren, ob jemand anderes das weiß. Und das ist ja immer, ein Wissensvorsprung. Ja? Und den braucht man, ja. Ja, total. Und die Verfügbarkeit der Informationen, wenn heute etwas passiert, sei es in Deutschland, sei es auf der Welt, ich habe sofort die Bilder, ich habe sofort die Videos in Echtzeit. Es ist gigantisch eigentlich. Und das war früher, wie Sie sagen, den Nachrichtenagenturen vorenthalten. Und heute haben wir es alle. Wir hatten in meiner Firma, wir hatten Reuters-Anschluss und wir waren immer der Zeit voraus. Total. Immer wieder getickt hat, dann sind wir hin, oh, was Neues, haben wir die Kunden angerufen. Ja? Also das ist schon, Information ist, wir leben in einer Informationsgesellschaft. Plus Digitalisierung. Also die Digitalisierung ist wesentlich stärker als die Globalisierung. Also es ist der Megatrend. Es ist wahrscheinlich der Megatrend heute, der absolut dazu führt, dass er unsere Welt verändern wird, dass er auch die Art und Weise, wie viele Unternehmen Geld verdienen werden, verändern werden und die Art und Weise, wie wir kommunizieren und letztlich auch, wie wir unseren Ehepartner finden. Jetzt schauen wahrscheinlich auch junge Damen und Herren zu und die sagen, Mensch, ich habe Lust auf Professor Stummeier, also ich würde gerne bei ihm da ein Studium beginnen. Ja. Was sagen Sie solchen Leuten? Würde ich mich sehr freuen, wenn die Lust haben, da reinzugehen. Wir haben, glaube ich, tolle Studiengänge bei uns an der Technischen Hochschule in Ingolstadt. Das ist ja eine staatliche Hochschule mit 6.500 Studierenden. Und einen schwierigen Platz zu bekommen? Hängt ein bisschen vom Studiengang ab. Wir haben jetzt zwei Studiengänge. Zum Beispiel haben wir den Studiengang Digital Business. Mhm. Sage ich mal, ist eine digital orientierte Betriebswirtschaftslehre, wo es darum geht zu verstehen, wie man mit Digitalisierung auch Geld verdienen kann, wie man den Kunden optimal erreicht. Und wir haben einen Studiengang, der nennt sich Medienpsychologie und Digital Business, wo es auch darum geht zu verstehen, wie treffen Menschen Entscheidungen, wie muss ich digitale Angebote bauen, sodass sie auch optimal vom Kunden wahrgenommen werden. Mhm. Hinzu noch viele andere weitere Angebote, weil es sind so die beiden digitalen Studiengänge, in denen ich auch das eine oder andere mache. Wie viele Studierende haben Sie da? In Summe, die Gesamthochschule hat 6.500 Studierende. Mhm. Wir haben dann bei uns in der Fakultät, der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, so 1.800 bis 1.900. Und in diesen Studiengängen haben wir so pro Jahr immer so 65, 70 Studienplätze. Mhm. Wann schaltet Professor Dr. Christian Stummeier sein Smartphone aus? Ich gehe in den Flugmodus, wenn ich im Flugzeug sitze. Und auch bei Meetings und so? Ja. Ich habe es also oft auch auf Stumm. Aber summt es dann summt so ein bisschen dann, schon? Es summt dann manchmal. Ja. Und ich muss gestehen, am Wochenende ist es manchmal so, dass ich mein Handy schon auf Stumm schalte und es auch liegen lasse. Und ich habe dann mein iPad. Also ich nutze so ein Tablet, wo ich dann Nachrichten lese und andere Dinge. Es gibt schon mal ein Wochenende, wo ich auch mal ein, zwei Tage das Handy nicht anfasse. Was viele wundert, weil dann da WhatsApp aufläuft und ich gebe keine Reaktion. Aber bei mir ist schon, ich bin schon connected, aber ich habe dann eben ein iPad. Jetzt erzähle ich Ihnen noch einen Knaller. Und zwar, weiß ich, sagt Ihnen der Name Corbinian Cola was? Helfen Sie mir? Corbinian Cola ist ein Hotelier am Tegernsee. Aha. Ein sehr erfolgreicher. Ja. Und er hat jetzt das Wildbad Kreuth gepachtet von der herzoglichen Familie. Ja. Und er will dort den Sanatoriumsgedanken wieder aufleben lassen. Aber jetzt kommt's. Diejenigen, die dort reingehen, müssen mindestens 2 Wochen buchen und dürfen keine Digitalisierung irgendwo in der Nähe haben. Glauben Sie, dass sowas funktioniert? Digital Detox. Ich glaube, das funktioniert. Ich glaube, da gibt es eine Zielgruppe, die dazu Lust hat. Ich glaube, auch, da gibt es auch durchaus Menschen, die sagen, ich mache das mal im Urlaub. Also, aber auch nicht telefonieren. Also auch nur, nicht telefonieren. Nur in Notfällen. Für mich wäre es nichts. Für mich auch nicht. Aber ich glaube schon, dass es gibt da Menschen, die das tun. Ja. Aber da muss man schon auch eine gewisse Klasse haben wahrscheinlich. Ja? Also finanzieller Art. Genau. Jetzt haben wir noch das Thema künstliche Intelligenz. Mhm. Jetzt für jemand, der sagt, was ist denn das? Naja, das sind Systeme, sind Computersysteme, wenn wir es so formulieren, die in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen, die sonst ein Mensch treffen würde, die in der Lage sind, Muster zu erkennen, die auch ein Mensch erkennen würde. Im einfachsten Sinne, wenn wir mal in die Medizin gehen, gibt es durchaus heute Expertensysteme, Systeme der künstlichen Intelligenz, die sich ein Röntgenfoto anschauen können und sagen, da ist ein Problem auf der Lunge, da ist ein Problem an der und der Stelle, die im Prinzip die Diagnosefähigkeit, die ein Arzt haben, dann beispielsweise auch hätten und durch ein technisches System erbringen. Mhm. Das heißt, wir haben heute Systeme, die in der Lage sind, in einem Gebiet zu lernen, Wissen zu erwerben und dieses Wissen dann auch 100-fach, 1.000-fach wiederzugeben. Diese Digitalisierung, es ist ja auch ein Wettkampf. Mhm. Also wer ist mit der neuesten Technologie vorne dran? Wo sehen Sie da Deutschland? Also, Sie sprechen wahrscheinlich auch mit einigen Politikern oder so.
Und ich spreche auch mit einigen Politikern, aber ich merke irgendwie so, das Tempo, das ist ein bisschen geblockt. Und es muss ja auch, man muss ja anders denken. Es hapert am Tempo. Und wenn wir in die Wirtschaft schauen, würde ich schon sagen, die digitalen Geschäftsmodelle heute sind dominiert durch USA. Wer da eine starke Dominanz bekommen wird in der Zukunft, ist auch China aus verschiedenen Gründen. Das heißt, wir liegen da als Deutschland, als Europa im Mittelfeld. Ich glaube, wir haben den Kampf noch nicht verloren. Wir haben haben noch die Möglichkeit, da auch Plätze gut zu machen. Aber es ist, wie ich schon sagte, dieser politische Wille, der da sein muss. Und es ist auch letztlich der Wille des einzelnen Unternehmers zu sagen, ich gehe den nächsten Schritt hin zu einem digitalen Geschäftsmodell, hin zu einer Digitalisierung im Verkauf, hin zu Digitalisierung meiner Prozesse. Ich glaube, es sind auch die vielen Entscheidungen, die Unternehmer jeden Tag treffen, für oder gegen Digitalisierung, die diesen Platz mitbestimmen. Und es sind die vielen Entscheidungen, die Politiker jeden Tag treffen, für und gegen Digitalisierung, die dazu führen, wo wir heute stehen. Die Medien sind ja jetzt auch digital unterwegs. Ja. Also gerade die schnellen journalistischen Wege gehen ja im Grunde über Push-Nachrichten und so. Ja. Der Print baut ja immer mehr ab. Ja? Und Print funktioniert nur, wenn jemand sagt, ich habe die Geschichte ganz exklusiv und printe sie und dann kann ich erst irgendwie Geld verdienen. Und dann muss ich sie auch laut vermarkten und muss wirklich sehen, dass ich zu dem Zeitpunkt... Dann brauchst du auch wieder Digitalisierung. Aber diese ganze Medienwelt, die hat ja so einen Satz nach vorne gemacht. Also nehmen Sie mal das Springerhaus. Ja. Also die Bild-Zeitung hat irgendwie von 3,5 Millionen, jetzt sind sie, glaube ich, bei 1 Million Auflage. Ja. Also sie print und sind aber jetzt medienmäßig, jetzt machen sie digitales Fernsehen, ja, TV. Mhm. Ja. Also das ist schon fast Raketentempo. Ja, da ändern sich Geschäftsmodelle. Und diese alten Geschäftsmodelle wie Print oder nehmen wir den Musikbereich, wo früher Platten verkauft wurden. Oder Foto. Funktioniert ja heute eben nicht mehr, sondern die Welt dreht sich eben schneller und anders durch Digitalisierung. Und für Unternehmen wie Springer, wie Medienunternehmen ist es heute, ist es obligatorisch. Sie müssen da mitspielen. Sie werden sonst kein Geld mehr verdienen. Wie war denn das jetzt in der Pandemie mit Ihren Studierenden? Haben Sie alles digital gemacht, oder? Ich habe tatsächlich am 15.03. oder 16.03.2000 meine erste digitale Vorlesung dann gehalten über Zoom. Sie eine der ersten? Ich war einer der ersten, war relativ schnell. Also die ersten beiden habe ich noch bei YouTube gestreamt. Noch schneller wie die Tür München. Was ich wahrscheinlich gar nicht machen durfte und bin dann im Laufe der Woche auf Zoom gegangen. Mhm. Ich war überrascht, es geht eigentlich ganz gut. Muss aber jetzt gestehen, nach 3 Semestern Pandemie digitaler Lehre bin ich jetzt echt froh, dass ich wieder live im Hörsaal stehe. Ja, und auch die Studierenden, die haben also einfach Freude, wenn sie mal irgendwie Kommilitonen jetzt wirklich sehen oder mal anfassen können. Es ist schon wichtig. Absolut. Ja. Wo bleibt denn der Mensch? Also auch, es gibt ja auch so, dass man mal wieder schön in ein Restaurant geht, dass man also sein Smartphone zum Beispiel sagt, lasse ich jetzt mal zu Hause. Also ich mache das schon ab und zu. Und manchmal bereue ich es, ja. Aber es ist schon auch ganz gut, dass man also auch diese menschlichen Bedürfnisse, das darf man nicht ganz weg digitalisieren. Nein, wir sind Menschen aus Fleisch und Blut und das gehört einfach dazu. Ja. Und wenn wir Digitalisierung machen, machen wir das nur, damit es den Menschen besser geht und damit der positive Effekte hat. Und wenn wir sagen, wir gehen ins Restaurant, dann wollen wir dieses Restaurant-Erlebnis genießen, den schönen Rotwein, das Steak, die anderen schönen Speisen und mögen auch die Atmosphäre und den Austausch mit Menschen. Und da braucht man keine Digitalisierung. Lernt man jetzt zum Beispiel in Ihren Studiengängen auch über Folgendes, dass man sagt, ich schreibe jetzt mal einer Freundin eine schöne E-Mail, weil ich die gut finde, oder eine WhatsApp, aber jetzt habe ich mich leider vertippt und habe es jetzt doch an meine amtierende Freundin geschickt. Das sind ja so Pannen, die also schon große Auswirkungen haben. Aber das lernt man nicht, oder? Nein, das lernt man nicht. Okay. Naja, aber da muss man aufpassen. Ich glaube, was wir schon versuchen, ist, so einen gesunden Menschenverstand mitzugeben, aber das kommt im Beispiel aber nicht ganz. Und vor allen Dingen, ich komme wieder zurück zu der Polizei. Die Polizei sagt auch, man sollte sein Smartphone in Betracht auf die Werte auch so bedienen. So ist es. Also nicht, wenn man mal so einen dritten Rotwein gerade getrunken hat, und, jetzt bin ich mal gut drauf, jetzt schreibe ich mal irgendwas, was ich normalerweise nüchtern nicht schreiben würde. Das ist schon auch wichtig. Ja? Absolut. Ganz wichtig, dass man da auch irgendwo einfach... Aber ich glaube, die Tugenden der alten Welt, dass ich gewisse Dinge nicht sage, die gelten genauso in der neuen Welt, wenn es um digitale Kommunikation und digitale Medien geht. Das ist nicht so anders. Eine gute abschließende Frage, Herr Professor Stummeyer.
Wo sehen Sie die Digitalisierung jetzt, sagen wir mal, in 3 Jahren von heute an? Welche Felder werden da noch beackert? Also ich glaube, wir werden deutliche Fortschritte sehen im Bereich der künstlichen Intelligenz. Ich glaube, da werden Systeme kommen, die nochmal deutlich leistungsfähiger sind, die auch leistungsfähiger sind, wenn es darum geht, autonom zu fahren. Ob das jetzt schon in 3 Jahren der Fall ist, mag ich nicht abschließend beurteilen. Aber ich glaube, künstliche Intelligenz wird eine Menge Potenzial bringen. Plus ein zweiter Trend, der vielleicht in 3, vielleicht in 5 Jahren nochmal zu einer Beschleunigung führen wird, ist das ganze Thema des Quantencomputings, wo wir eine andere Art der Logik haben und eine andere Art auch haben, Rechenleistung in großem Umfang zur Verfügung zu stellen. Insofern, das wird weitergehen und es wird spannend bleiben. Noch eine allerletzte Frage. Hat jetzt Ihr Smartphone während der Sendung gebrummt? Ich weiß es nicht. Ich hatte es im Flugmodus. Ich auch. Ist okay. Bei Ihnen im Büro. Liebe Zuschauer, ja, das war's zum Thema Digitalisierung. Ich glaube, wir haben Ihnen Lust gemacht. Das war das Gespräch mit Professor Dr. Christian Stummeier. Er ist Professor an der TU in Ingolstadt. Und ich denke, über ihn werden wir noch viel hören und auch über seine Studierenden. Wir sehen uns wieder beim nächsten Lischön Talk. Bis dahin noch eine schöne Zeit. Und jetzt, wenn Sie noch kein Smartphone haben, bitte besorgen Sie sich eins.